Die neue Cinerama Superbreitwand. Die erregendste Neuentwicklung auf dem Gebiet des Films. Zeigt jetzt eine der größten Katastrophen, von der unsere Erde jemals betroffen wurde. Vor genau 100 Jahren brach auf einer Insel östlich von Java ein riesiger Vulkan aus. Die Nachricht dieser furchtbaren Ereignisse flog wie ein Lauffeuer rund um die Welt. Sie sind bis heute mit einem Namen verbunden. Krakatoa. Inmitten von dramatischen Ereignissen war dieses Schiff auf der Suche nach einem verloren gegangenen Kind. Wissen Sie, wo die Leute von der Mission sind? Sie sind auf einem anderen Schiff! Auf was für einem Schiff? Auf was für einem Schiff? Der Kapitän des Seelenverkäufers Batavia. Und wie viel ist die wert? Ein Vermögen auf dem Grund des Meeres. Diese Perle hat einen ungeheuren Wert. Und Hunderte davon würden doch wohl... Hunderte? Wären ein Vermögen. An Bord des Schiffes gefährliche Männer, verzweifelte Gefangene auf ihrer letzten Reise. Die Passagiere sowie die Besatzung des Schiffes ein zusammengewürfelter Haufen internationaler Abenteurer. Eine Frau, die aus Liebe und Leidenschaft alles aufgab. Ein runtergekommener Taucher, dessen Zeit längst vorbei ist. Aber du musst mit mir an Land gehen. Da wird bald überhaupt kein Land mehr sein. Begreifst du denn wirklich nicht? Die Flutwelle kann gut 30 Meter hoch werden. Das meine ich. Das Schiff wird dann bloß noch ein Streichholz sein. Nur solche Abenteurer wagen es, die flüssige, glühende Lava herauszufordern. Entsetzen über den wütenden Ausbruch des Vulkans. Erbitterter Kampf ums Überleben. Tränen und Schreie von Frauen und Kindern. Dumpfe Verzweiflung eingekerkerter Männer. All das inmitten des tobenden Krakatoa, östlich von Java. Vorsicht!